Das ist eigentlich eine wunderbare Überleitung zu dir, zu unserer nächsten Keynote-Speakerin, weil Karima Ben-Brahim gleich über die Frage von rassismuskritischen Ansätzen in der Jugend- und Bildungsarbeit sprechen wird. Ich freue mich sehr, Karima, dass du da bist. Da darf ich mir vielleicht noch kurz die Anmerkung erlauben, dass wir uns ja schon sehr lange auch kennen über IDA NRW. IDA steht für Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit in Nordrhein-Westfalen und ist gegründet worden von den Jugendverbänden bzw. auch durch das Land NRW nach dem Anschlag in Solingen. Insofern gibt es da auch einen direkten Zusammenhang zu Solingen. Und Karima, ich freue mich wirklich, dass du da bist. Die Bühne gehört dir. Das geht aber. Ja, erstmal bedanke ich mich, wie gesagt, für die Einladung. Ich glaube, das gehört schon dazu, das nochmal zu benennen. Und freue mich sehr wirklich heute ein Stück weit. Und Marc, du hast das eigentlich mir eine perfekte Vorlage gegeben, einzusteigen, weil ich glaube, dass im Grunde genommen die politische Dimension, aber auch die bildungspolitische Dimension, nämlich in der Entstehung der Präventionsprogramme der 90er eigentlich sehr viel darüber ausgesagt haben, wie überhaupt mit rechten Jugendlichen, wie mit Betroffenen umgegangen worden ist. Verena, an der Stelle kann ich nichts anderes sagen, außer Solingen ist eigentlich die Geburtsstunde von IDA NRW und damit sozusagen auch für uns zumindest, wenn ich das mal so sagen kann, das ist heute die heutige Gliederung, die Geburtsstunde von IDA NRW, denn IDA NRW wurde gegründet 1994 und das war kurz nach dem rassistischen motivierten Brandanschlag in Solingen, in dem sozusagen damals aus dem Schulministerium zumindest, und das ist das, was Marc gerade gesagt hat, eher der Ansatz war, die Jugendlichen eigentlich nicht zu schützen, sondern eine Prävention vor Rechtsextremismus. Das heißt, letztendlich präventiv zu wirken in Form von Bildung, Bildungsarbeit. Und im Grunde genommen, also muss man wissen, dass IDA e.V. 1990 sich gegründet hat, also wirklich auch nach den Anschlägen bundesweit, Rostock, Lichtenhagen, Hoyerswerda, wir hatten es vorhin gehört, Mölln, sich die Jugendverbände natürlich zum Aufruf gemacht haben. Und vielleicht ist es auch genau das, eben gegen Rassismus und gegen Rechtsextremismus zu steuern. Das heißt, es ist im Grunde genommen ein Stück weit ein antifaschistischer, antirassistischer Widerstand gewesen, der sich formiert hat in einer Bewegung, in einer Selbstorganisation. Und im Grunde genommen IDA NRW dann nachträglich, besonders durch Solingen, wirklich die Genese hatte zu sagen, wir brauchen eigentlich mehr Arbeit gegen Rechtsextremismus. Das heißt, die Genese von IDA NRW ist wirklich der Fokus gewesen auf Jugend und Rechtsextremismus. Das hat sich gewandelt in den Jahren, muss man auch dazu sagen, im Auftrag, wie gesagt, Bekämpfung von jugendlichem Extremismus, wovon wir heute, wenn wir von der Weiterentwicklung sprechen, eigentlich nicht mehr sprechen, sondern natürlich in der Rechtsextremismusprävention, aber auch vorsätzlich eigentlich in der Rassismuskritik gelandet sind, in der Antisemitismuskritik und vor allen Dingen in der Weiterentwicklung zur migrationspädagogischen Arbeit, nämlich auch Empowerment und Powersharing. Das heißt, auch die Betroffenenperspektive stärker fokussieren. Das ist vielleicht auch der Wandel und die Weiterentwicklung, von der wir sprechen. Und was, glaube ich, im Zuge von IDA NRW vielleicht noch mal ganz deutlich wird, ist, und Verena war maßgeblich auch daran beteiligt, in den Diskussionen, in der Mitwirkung und vor allem in der Gestaltung, nämlich die Opferberatungsstelle Rheinland. Das muss man an der Stelle sagen, die 2012 angesiedelt bei IDA e.V. gegründet wurde. Und es gibt eine im Rheinland sozusagen und eine in Westfalen Backup. Und das ist vielleicht auch die Stunde, in der man sagen muss, dass es einen Shift gab, nämlich von der Perspektive der TäterInnen zu der Perspektive der Betroffenen, die, glaube ich, wenn man das so sagen kann, immer noch im Diskurs nicht unproblematisch ist. Also das sehen wir auch in Hanau, das sehen wir am NSU. Aber darauf komme ich später nochmal ein. Ich glaube, ich will gar nicht so viel sagen, aber man sieht vielleicht auch, IDA NRW hat mit zwei Personen angefangen. Das ist dem geschuldet gewesen natürlich, dass wir, und das zieht sich eigentlich durch die gesamte Präventionslandschaft zu Rechtsextremismus, dass das eine Projektitis war und im Grunde genommen immer wieder eine Modellprojektphase war, die eigentlich immer prekär war. Das muss man an der Stelle auch sagen. Und sie ist sie heute auch noch. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, alle werden regelgefördert und sind sozusagen safe, ne?
sondern ganz im Gegenteil, wir haben eine Kontinuität auch dieser Projektgestaltung, die sich in den 90ern übrigens auch gezeigt hat. Darauf komme ich aber später nochmal drauf ein. Ich will hier gar nicht weiter, wer sich das anschauen möchte bei der NRW, kann das gerne tun, aber wir machen Bildungsarbeit, wir machen ganz viel Beratungsarbeit und Information und Dokumentation, also auch was Marc gerade nochmal gesagt hat, es gibt ja perfekte Bilder, also wenn wir den Spiegel uns anschauen, wenn wir uns im Grunde genommen auch die Semantik und Bild und Ton anschauen, was sozusagen damals noch die AusländerInnen, das Boot ist voll, bis heute uns anschauen, sehen wir auch Kontinuitäten, also ich glaube, das kann man nicht von sich weisen, aber das haben wir eine Zeit lang sehr stark dokumentiert. Das heißt, es gibt auch eine Medienpräsenz, die eigentlich sehr gut, wenn man nur allein sich diese analytisch anschaut, wie sich der Diskurs eigentlich verändert hat und wie aufgeladen rassistisch und auch wirklich offen rassistisch argumentiert wurde. Genau, die Ziele sind klar, dass es um eine Sensibilisierung geht und Wahrnehmung natürlich von dem Phänomen Rassismus und Rechtsextremismus. Und wie Marx gesagt hat, Rassismen, wir sprechen von Rassismen und nicht von einem Rassismus. Und es geht natürlich darum, und das ist letztendlich die Frage, die wir uns alle stellen müssen als eine Gesamtgesellschaft, ist natürlich die Stärkung und eigentlich die Handlungssicherheit im Umgang mit Rassismus. Und die hat natürlich unterschiedliche Voraussetzungen, nämlich zum einen überhaupt erstmal aufzuklären, was Rassismus ist und was sozusagen sich dahinter verbirgt, aber auch die Frage nämlich der Betroffenen, also um wen geht es eigentlich? Was für Auswirkungen hat das eigentlich? Also wenn wir uns heute anschauen, dass wir weiter sind auf jeden Fall, dem würde ich total zustimmen, was Marc gesagt hat, ist es dennoch so, dass wir wenig Daten haben aus der betroffenen Perspektive. Das ist eigentlich ein Punkt, den wir uns gesellschaftlich nicht leisten können. Wir haben den ersten Lagebericht zu Rassismus am Anfang dieses Jahres hier von der Bundesregierung sozusagen und der Antirassismusbeauftragten ja gelesen und in dem DECIM-Institut genauso. Also im Grunde genommen fehlen uns sehr viele Daten und qualitative Studien, was eigentlich Rassismus für diejenigen bedeutet, die davon betroffen sind. Und das ist vielleicht auch nochmal so eins, was sich eigentlich durchzieht in unserer Arbeit, aber auch im historischen Blick sozusagen auf pädagogische Konzepte, auf die ich jetzt auch näher eingehen möchte und vor allen Dingen auch so eine Zeitleiste zurückgehen möchte, weil im Grunde genommen wie hier, wenn man das auch genauso liest, wie es jetzt gerade da steht, nämlich von der Ausländerpädagogik gesprochen hat. Also da ging es vorsätzlich darum, den Ausländer zu verstehen und zu wissen, ob man die Schuhe auszieht, wenn man bei der Familie ist oder als Lehrerin den Gebetsteppich oder ein Teechen trinken muss. Und ob das jetzt eigentlich die Möglichkeit ist, den anderen zu verstehen. Also diese Frage des Otherings letztendlich, wovon wir heute ja sprechen, sehr stark kulturalistisch auch verhandelt wurde und vor allen Dingen auch im Hinblick auf genau die Dimension, die Marc gesprochen hat, nämlich AusländerInnen als nicht Teil der deutschen oder des deutschen Narrativs galten. Das heißt, es waren eigentlich Menschen, die eigentlich gehen sollten, so wie Max Frisch das ja auch gesagt hat. Die sind gekommen und sie sind aber geblieben. Sind eben nicht gegangen. Und in diesem Kontext der Pädagogik zeigt sich das sehr klar. Das ist sozusagen nicht um eine spezialisierte oder eine Form von Pädagogik für alle gilt, sondern eine Pädagogik für Ausländer. Man muss den Ausländer gut verstehen, die Lehrerin muss genauer wissen, was man zum Frühstück isst, obwohl alle Kinder vielleicht das sogenannte Nutella-Brot gerne mögen, muss man aber wissen, ah nein. Was steckt dahinter? Also es zieht sich durch, sowohl in dem Kindergarten bis hin zum Schulkontext, wo Problematisierungen auch damit stattgefunden haben, wie die Sprache zum Beispiel. Also ich komme aus Berlin ursprünglich und in der Hinsicht war die Rüttli-Schule damals Riesenskandal, dass Kinder Türkisch sprechen auf dem Schulhof, ja, dass das skandalisiert wird. Die Fälle haben wir immer noch, also ich würde das jetzt gar nicht so ausschließen, aber das heißt, in Form von Sprache wurde Rassismus sozusagen nicht nur verhandelt, sondern rassistisches Wissen reproduziert und sozusagen auch Kinder, die hier aufwachsen, die eigentlich zweite, dritte Generation waren, auch zum anderen gemacht wurden. Das ist ein ganz zentraler Punkt, den wir sozusagen auch in der pädagogischen Arbeit immer wieder mitdenken müssen. Wenn wir uns das hier anschauen, das ist ein Stück weit auch sehr gemünzt auf IDA NRW, weil wir natürlich dann unsere Gründung hatten und hier aber auch sehr stark sehen können, dass der Wehrhahn-Anschlag am Bahnhof hier in Düsseldorf-Wehrhahn ein Paradigmenwechsel war, weil sozusagen auch zu dem Zeitpunkt die Anschläge auch und Opfer jüdischer Kontingentflüchtlinge damals, und das war sehr, sehr stark sozusagen, zu dem Zeitpunkt
dass sich die Frage der Präventionsarbeit sozusagen auch ernst genommen wurde. Also was ich nachher zeigen werde, ist wirklich nochmal im Detail, wie eigentlich eine Verharmlosung von Rechtsextremismus permanent stattgefunden hat bis Ende der 90er. Wir haben hier die Zeitleistung nochmal, und darauf komme ich aber später nochmal ein, von dem sogenannten Paradigmenwechsel der Ausländerpädagogik zu rassismuskritischen und machtkritischen Migrationspädagogik. Ich will gar nicht komplett auf diese Liste eingehen, weil das sozusagen im Grunde genommen ein Stück weit von Marc auch schon besprochen wurde bzw. thematisiert wurde. Ich würde gerne weitergehen, und zwar auf die Ausgangslage, die wir damals hatten, nämlich die ersten großen Debatten, die Anfang der 90er natürlich stattfanden, aufgrund der rassistischen und rechten Gewalttaten. Und damals sozusagen die Diskussion nämlich aufkam, wir müssen nach pädagogischen Bearbeitungsmöglichkeiten schauen. Und diese Bearbeitungsmöglichkeiten wurden sehr stark sozusagen im Jugendfokus gelegt. Und damals ist zum ersten Mal nämlich das Aktionsprogramm der Bundesregierung gegen Aggression und Gewalt entstanden. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, der wichtig ist, weil damals 20 Millionen Mark von der Regierung sozusagen für Fördermaßnahmen oder für die Präventionsarbeit zur Verfügung gestellt wurde und sich sozusagen auch zum ersten Mal die Regierung sozusagen stärker in die Präventionsarbeit oder eine Präventionsarbeit und Landschaft sozusagen etabliert hat. Das ist ein Novum gewesen und natürlich auch klar gewesen, dass es nicht umgangen werden konnte. Aber gleichzeitig ist natürlich die Frage, an wen ging das? Also ich glaube, jeder, der irgendwie guckt, kennt sich vielleicht noch aus, vor allem Menschen, die in der Rechtsextremismusprävention waren, dass dieses Bild von Angela Merkel damals als Ministerin, übrigens auch Leuthaus Schnarrenberger war damals in Magdeburg 92, also es ist jetzt nur ein Bild von ihr, aber die sozusagen diese starke, ich sage jetzt auch bildlich, ne, akzeptierende Jugendarbeit war eigentlich Usus, in der es darum ging, letztendlich stärker zu hinterfragen, was eigentlich mit diesen armen, rechten Jugendlichen passiert und was sozusagen auch eine Akzeptanz. Also das heißt, es ging nicht darum, was später die Konfrontationspädagogik, so nennt man die, wo es darum ging, die Konfrontation und auch die Thematisierung, Kanalisierung zu haben, sondern hier zu sagen, was ist eigentlich das Problem dieser Jugendlichen und damals nach der Wende vor allen Dingen sie auch als die Modernisierungsverlierer zu sehen. Ja, und sozusagen eine Form der Empathie auch gegenüber diesen Jugendlichen zu empfinden. Und das ist, finde ich, ein wesentlicher Punkt, der bis heute eigentlich eine Fehleinschätzung war, weil sie sozusagen zeigte, dass interessanterweise die Empathie besonders den Täter gegenüber geäußert wurde, aber nicht den Opfern. Also die Frage, die man sich stellen muss, ist an dieser Stelle, wo bleiben eigentlich die Opfer und wo bleibt die Empathie eigentlich den Opfern gegenüber, die diesen rassistischen Anschlag oder auch die Gewalttaten überlebt oder auch nicht überlebt haben. An der Stelle, glaube ich, ist es wichtig für diejenigen, die sozusagen in der sozialen Arbeit, vor allen Dingen auch waren, aber auch in der Bildungsarbeit, dass dieser akzeptierende Ansatz sozusagen sich ganz lange fortgesetzt hat in Form von Projekten und auch wirklich dazu geführt hat, dass oft, und das hat man ja dann oft gesagt, ein Streicheln der Glatzen, also dass wirklich bildlich Programme so waren, dass man zum Beispiel Reisen organisiert hat und im Nachhinein sich eigentlich herausgestellt hat, dass diese Präventionsarbeit, die man da gemacht hat, in Form der akzeptierenden Jugendarbeit, indem man in dem Jugendclub mit den Nazi-Strukturen, also Jugendlichen, die in Nazi-Strukturen waren, sympathisiert hat, sie aufgenommen hat, mit ihnen im Grunde genommen auch Fahrten unternommen haben, eigentlich dazu geführt haben, die Stärkung oder die rechten Strukturen zu stärken. Was sozusagen eine zweite Welle ausgemacht hat, in Form der, hatten wir hier Form der Rechtsextremismusdebatten mit der DVU zum Beispiel in der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, das war schon weitaus später, 98, aber genau hier gemerkt wurde, dass eigentlich der Zulauf von rechten Strukturen und auch rechten Jugendlichen zugenommen hat und nicht abgenommen hat. Also war das auch eine Gefährdung zu dem Zeitpunkt auch gegenüber diesen Projekten, von denen ich vorhin gesprochen habe. Das heißt, die Rechtsextremismus-Prävention sozusagen stand auch auf Kippe, denn
genau damals, muss man auch dazu sagen, du hast es gesagt, Marc, CDU regiert, gab es eine Verharmlosung rechter Strukturen und vor allen Dingen auch organisierter rechter Strukturen. Und das führte natürlich dazu, dass es sozusagen politisch kein Eingeständnis dazu gab, dass rechte Einstellungen innerhalb der Gesellschaft auch in der Mitte der Gesellschaft sind, sondern dass sie natürlich an den rechten Rand markiert wurden oder sozusagen an den rechten Rand verortet wurden. Was bedeutet das deshalb auch, also wenn wir heute hören Rechtsextremismus, wie von der Hufeisentheorie ausgehen, nämlich der sogenannten extremistischen Ränder und in der Mitte ist alles in Ordnung. Also es gibt keinen Rassismus, es gibt keinen Antisemitismus, es gibt eigentlich ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Der Rest ist sozusagen Problematisierung, die was mit dem Rand zu tun hat. Und das ist sozusagen etwas, was sich ganz lange und teilweise auch heute noch in Bildungskonzepten, aber vor allen Dingen auch in der Rechtsextremismusprävention zeigt, weil sozusagen die Mitte der Gesellschaft, die eigentlich diejenige ist, die natürlich auch in der Demokratie auch die Gesellschaft stärkt und vor allen Dingen auch dazu führt, ne, Demokratie aufrechtzuerhalten, überhaupt nicht in Mithaft oder auch überhaupt nicht in Verantwortung genommen wurde. Diese Konzepte, darauf gehe ich später nochmal ein, haben diese Ausblendung und Unterschätzung des Rechtsextremismus auch wirklich forciert und hat natürlich auch dazu geführt, dass natürlich eine Gefährdung dieser Präventionsprojekte, die angefangen haben, die teilweise wirklich unter einjährigen, zweijährigen Projekten gearbeitet haben, also auch keine besten Bedingungen für eine langfristige gesellschaftliche Veränderung, also vor allen Dingen eine nachhaltige, eine Gefährdung haben. Wenn wir uns das anschauen, ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, der jetzt nicht zu Ende, also es gibt dann noch eine dritte Welle sozusagen, von der man sprechen muss, wo es darum geht, natürlich auch in der Rechtsextremismusprävention nochmal, so würde ich den Paradigmenwechsel auch nennen, die Täterinnenperspektive sozusagen zum einen sich auch in die Betroffenenperspektive verändert hat, ist bei all dem sozusagen eine Frage von, welche Bewegung gab es eigentlich? Also welche Widerstandsbewegungen haben sich formiert, um überhaupt diese Widerstände, die in der Gesellschaft stattgefunden haben, auch politisch zu adressieren? Und das, glaube ich, ist ein zentraler Punkt, der heute vielleicht auch eine Veränderung ausmacht, nämlich auch in der Perspektive, wer hat eigentlich was verändert und wer fehlt eigentlich im Narrativ? Und da sind wir bei Erinnerungsgeschichten und ich würde auch sagen migrantisch situiertem Wissen, was fehlt, was bis heute auch, finde ich, schon eine Leerstelle ist innerhalb unserer pädagogischen Arbeit, in der es darum ging, wer eigentlich auch Widerstand geleistet hat und wer wurde empowered und wer eigentlich nicht. Für mich war der Punkt, den hatte ich heute Morgen noch, ich hatte Hasret heute Morgen noch schnell eine Präsentation geschickt, wo ich einfach nur nachgedacht habe, ach Mensch, das fehlt total und ich möchte das gar nicht reproduzieren, aber ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, den wir auch in unserer Arbeit und auch in der rassismuskritischen Arbeit auch stärker fokussieren, ist eben die Frage von Widerstandsbewegungen aus migrantischen und schwarzen Bewegungen und auch Communities, so würde man das vielleicht heute sagen, die aber zentral sind für genau diese widerständigen Bewegungen, die auch dazu geführt haben, dass Rassismus und der alltägliche Rassismus, unabhängig von diesem rechten, damals zumindest an den Rand verorteten Rassismus oder Rechtsextremismus, tagtäglich sozusagen passiert. In Schule, in Kindergarten, auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe nur zwei, es gibt wirklich sehr viele. Es ist zu der Erinnerungskultur, muss man sagen, da sind wir auch nicht die Besten drin in Deutschland. Aber ich hoffe, dass ich das ein Stück weit mit dem Domet-Museum auch etwas tragen kann, indem wir wirklich sagen können, wir können mehr widerstandsformige Erinnerungen hervorrufen, indem wir, glaube ich, wichtige Anhaltspunkte haben müssen für Organisierung von antirassistischem Widerstand. Ich habe hier eine Organisierung, beziehungsweise aus einem schwarzen feministischen Kontext, Peggy Piesche, eine afrodeutsche Autorin und Poetin, Maya Yim, die wirklich sehr viel darüber gesprochen hat, was das mit ihr macht, nicht als Teil dieses Landes zu gelten. Und was sozusagen auch ihre eigene Identität des immer wieder anders gemacht Werdens, aber auch des Nicht-Akzeptieren-Wollens, dass das sozusagen Deutschland ist, ein zentraler Punkt war innerhalb der schwarzen Bewegung. Mayim ist eine davon. Es gibt Katharina Oguntura, es gibt wirklich mehrere Frauen, die wirklich, glaube ich, hier zu benennen sind, der Vollständigkeit halber.
Aber was, glaube ich, auch nochmal wichtig ist und was sehr wenig im Kontext von Bewegungen thematisiert werden, dass es eine migrantische, antifaschistische Selbstorganisierung gab, die sich sozusagen hier, ich habe ein Beispiel aus Berlin, antifaschistische Jugend in Kreuzberg, 88 bereits, ne? Die Zeitschrift Initiative, das ist Garibaldi, muss man dazu sagen, auch aus Berlin, hatte damals schon eine ganz starke widerständige Form, nämlich der eigenen Perspektive. Und wenn man vielleicht heute davon spricht, kann man sagen, es ist eine betroffene Perspektive, in der es darum ging, die eigene Betroffenheit, und zwar nicht als emotionale Betroffenheit, sondern als Betroffenheit, was es mit Menschen macht, die hier leben, die in der zweiten, dritten Generation sind. Wir haben andere Formen, Kanakatak, also ich glaube, diejenigen, die aus der Generation kommen mag, kennen sich noch sehr gut damit aus, Kanakatak. Wir haben Microphone Mafia, also es gibt wirklich sehr, sehr viele Formierungen, auch nicht nur aus einer, ich sage jetzt mal, akademischen Bewegung heraus, sondern auch aus einer künstlerischen Bewegung. Hip-Hop war eine sehr starke Form des Widerstands gegenüber diesen Umständen und Zuständen, die es in Deutschland nicht nur gab, sondern die sich in rassistischem Alltag wiedergespiegelt haben. Also ich will das nur sagen, weil ich das einen zentralen Punkt finde in der Hinsicht, dem wir auch viel zu wenig Beachtung schenken. Also auch wenn wir über Rechtsextremismus und Rassismus sprechen, ist es, glaube ich, ein zentraler Punkt, auch die Geschichten derjenigen zu erzählen, die nicht gesehen werden. Also auch die zu thematisieren, die diese Erfahrungen auch machen. Ich hier ganz kurz so einige Bilder. Hier ist das wirklich in Berlin Protest, ne? Zu Solingen gewesen. Also das heißt, auch damals, und da gibt es eine Kontinuität, wenn wir uns an den NSU erinnern, die Demonstration, die es gab in Dortmund. Es gab Widerstand, es gab ihn immer, er war laut, er war stark, aber er wurde nicht gehört und er wurde vor allen Dingen nicht so gehört, dass man das als rassistischen Terroranschlag auch wahrgenommen hat, sondern im Gegenteil, Betroffene wurden sogar als Täterin beschuldigt. Also insofern, ne, muss man hier auch sagen, es gab Widerstand. Die Frage ist, ob man ihn sehen wollte oder ihm auch wirklich den Raum gegeben hat. Maya Jem, wie gesagt, migrantischer Widerstand aus Hamburg auch nochmal. Also wer sich wirklich damit beschäftigt, es lohnt sich sehr. Darüber gibt es auch einiges an Quellen, die kann ich auch gerne später nochmal zur Verfügung stellen. Die Auswirkung auf Betroffene, das hatte ich schon gesagt, ist natürlich wichtig, weil das natürlich, wenn wir über Rassismus sprechen und über Rechtsextremismus, gehört natürlich Rassismus zu Rechtsextremismus, aber nicht jede Rassist ist sozusagen gleich ein Rechter. Das muss man, glaube ich, auch als Phänomen nochmal unterscheiden. Und deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, wenn wir über Rassismus und Rechtsextremismus sprechen, auch über die Unterschiede zu sprechen. Weil sie sozusagen auch, und da komme ich später vielleicht nochmal dazu, darauf kommen, dass wir, wenn wir über pädagogische Konzepte und Ansätze sprechen, sie sozusagen als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe nehmen. Zum einen muss man sagen, dass Pädagogik allein nicht sozusagen alles schaffen kann. Ich glaube, das muss man sozusagen als eine Präventionsmaßnahme nehmen, die wichtig ist, und zwar in unterschiedlichsten Bereichen. Ich habe das bewusst hier genommen, auch als sozioökonomische Ebene, weil wir sozusagen über soziale prekäre Verhältnisse natürlich Zugänge schaffen und nicht nur Zugänge, sondern auch die Möglichkeiten geben, sich Reflexionen oder einen Reflexionsraum zu bilden, in dem wir zu Rassismus und Rechtsextremismus und Antisemitismus nicht nur die Zustände verändern, sondern sie koppeln mit kapitalistischen oder klassistischen Ebenen. Also ein Stück weit wirklich eine intersektionale Perspektive auf Bildungsarbeit haben, auch bildungspolitisch. Die politische Ebene ist nicht zu verkennen. Wir haben gehört, Marc, du hast es sehr deutlich gesagt, in einigen, ich bin ein Kind der 70er, also wie gesagt, an der Stelle, mich hat es sehr politisiert. Ich bin sozusagen mit Rostock, das war mein Turning Point, dass ich politisiert wurde. Und man hat natürlich gemerkt, dass durch die politischen Ebenen, die damals selbst Rassismus auch permanent reproduziert haben, es natürlich wichtig ist, es auch auf der politischen Ebene genau sich anzuschauen, wo Rassismus, also ich meine, wir haben heutzutage auch hier die AfD im Landtag. Das heißt, wir haben rechte Strukturen und rechte Rhetoriken, die innerhalb eines Parlaments da sind. Und die Frage ist, wie gehen wir auch damit um? Also es ist eine Aufgabe sozusagen, die sich natürlich auch auf der politischen Ebene zeigt. Wir haben die behördliche Ebene, Verena, du hast es gesagt, der institutionelle Rassismus. Wir haben über Polizei gesprochen, wir müssen über Justiz sprechen, wir müssen auch über Schulen sprechen. Also es ist ein Querschnittsthema innerhalb der Gesellschaft. Und gleichzeitig aber auch die kommunalen Ebenen, die wir nicht vergessen dürfen.
wo es um Jugendausschüsse geht, wo es darum geht, dass kommunale Strukturen Selbstorganisation fördern oder auch nicht fördern, nicht gesehen werden. Wir haben aber natürlich die Alltagsebene, die Wohnungsmarkt, den Arbeitsmarkt, wir haben den alltäglichen zum Einkaufen Situation. Also ich glaube, wir müssen, wenn wir über pädagogische und politische Bildung arbeiten, ein gesamtgesellschaftliches Anliegen haben, auch Rassismus und Rechtsextremismus zu bearbeiten. Ich will gar nicht weiter darauf eingehen. Ich glaube, Rassismus muss man als Machtverhältnis sehen und vor allen Dingen innerhalb der gesellschaftlichen Mitte verorten und nicht an die rechten Ränder. Deshalb finde ich, für mich der Klassiker ist immer noch Birgit Rommelsbacher, die das, glaube ich, auch genauso sagt, nämlich in diesem Sinne ist Rassismus immer ein gesellschaftliches Verhältnis von Mehrheiten und Minderheiten. Ich switche, weil ich sehe schon, Verena, genau die Zeit. Ich finde nur einen zentralen Punkt, über den ich gerne auch mit Ihnen diskutieren wollen würde, sind eben die Herausforderungen und Spannungsfelder. Und ich glaube, das ist genau das, worum es, glaube ich, geht, wenn wir über Rassismus sprechen und über Rechtsextremismus, dass wir das sozusagen auch die Relation sehen, nämlich die Normalität zum einen des Rassismus, aber auch noch mal genauer definieren, was meinen wir denn eigentlich mit Rechtsextremismus und Rassismus, weil das unterschiedliche Phänomene sind, die auch in der Präventionslandschaft unterschiedliche Konzepte und Bearbeitungen erfordern. Und diese Schärfung, glaube ich, ist zentral, um auch zu verstehen, warum sich sozusagen aus einer rassismuskritischen Sicht heute sich unterschiedliche Themen darunter verbirgen und vor allen Dingen auch Konzepte, die entweder nicht nur zusammengedacht werden in einem, wir sehen es an dem Bundeskabinett, die haben einen Beschluss, das Programm sozusagen gegen Rechtsextremismus und Rassismus und es wird beides zusammengedacht, aber im Grunde genommen werden viele Punkte, die den Rassismus betreffen, innerhalb unserer Gesellschaft ausgeklammert. Und ich glaube, das ist eine wirklich wichtige Schärfung, die wir hier an der Stelle auch wirklich diskutieren müssen, weil das sozusagen sowohl politisch trägt, bis hin aber auch zu kommunalen Strukturen und Bildungsstrukturen, wo eben die Bekämpfung von Rassismus, Rechtsextremismus, ich würde auch sagen Antisemitismus, unterschiedlicher Präventionskonzepte bedarf, um dann auch wirklich wirksam zu sein. Ich schließe ab, ich kann die auch gerne zur Verfügung stellen, also es ist hier noch mal ein bisschen theoretisches Konzept, dafür ist die Zeit nicht. Aber ich glaube, was wir wirklich an der Stelle sehen müssen, ich gehe nochmal eins zurück, um bei den Herausforderungen zu bleiben, ist eben das Zusammendenken von individuellem Rassismus, individuellen Diskriminierung und strukturellen Dimensionen, wenn wir über institutionellen Rassismus sprechen und rechte Strukturen innerhalb dessen, aber auch die eigene Verstricktheit und Privilegien und weg von dem rechten Rand, extreme Ränder, sondern zu einer Auseinandersetzung kommen, die was mit uns macht und wie wir sozusagen Rassismus reproduzieren im Alltag und auch eigens verstrickt sind in rassistische Strukturen. Für mich wäre, und damit schließe ich ab, darüber können wir gerne nochmal sprechen, ist auch die Transfervermittlung an der Stelle, auch im Wording, wenn wir über Begriffe sprechen. Entschuldigung. Dass wir auch darüber sprechen müssen, wo sind die Grenzen von Begriffen und wo brauchen wir sozusagen auch neue Weiterentwicklungen in Form von einem Weiterdenken oder Zusammendenken. Ich hatte vorhin Intersektionalität angesprochen, das wäre sozusagen ein Schritt weiter, wo wir zusammendenken müssen, weil diese Gesellschaft divers ist und wir sozusagen nicht in einer, ganz im Sinne von Audre Lorde, we do not live single issues, we have different struggles, also wir leben sozusagen nicht in einem eindimensionalen Leben, sondern wir haben mehrdimensionale oder mehrfache Identitäten und diese Identitäten haben natürlich unterschiedliche Kämpfe und diese Kämpfe müssen natürlich angegangen werden. Wenn wir über Klassismus sprechen, über Sexismus, über Rassismus, müssen diese auch zusammengedacht werden, um wirklich gute Konzepte auch wirksam machen zu lassen. Ich würde abschließen, weil wenn dann Fragen kommen, würde ich die einfach gerne beantworten an der Stelle. Dankeschön.